Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Sprichhund-Talk. Ich war im Gespräch mit Anne Rosengrün von Sandys Hundeservice. Ja, hallo Anne, ich freue mich total, dass du heute zu unserem Sprichhund-Talk da bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz selber vorstellen. Sehr gerne, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich heiße Anne Rosengrün, ich lebe und arbeite in Nürnberg. Ich bin seit 2006 selbstständig als Dogwalkerin, biete eben auch Tagesbetreuung, Hundepension an und bin auch Hundetrainerin. Mich begleiten mittlerweile 3 eigene Hunde und ich habe auch immer wieder Hunde hier auf Pension oder zur Tagesbetreuung. Genau, und du hattest dir als Thema für unser Gespräch heute Konflikte gewünscht. Genau. Ich glaube, ein sehr großes Thema, was auch die Hundehalter bei Sprichhund immer wieder umtreibt. Einmal mit Sicherheit in Richtung Hundebegegnungen, aber auch Konflikte, wenn man mehr als einen Hund hat zu Hause. Genau, lass uns einfach loslegen. Ich bin total gespannt. Genau, denn Konflikte ist so ein wichtiges Thema und in der Mehrhundehaltung kommt es natürlich, ich gucke immer noch rüber, weil meine Hunde eben gerade einen Konflikt miteinander haben. Der Kleine hat eine Ressource. Okay. Und mein Hund kam gerade, der war gerade noch nicht da. Und da muss ich immer ein bisschen managen. Also je mehr Hunde man hat, umso mehr Konflikte können auftreten. Und daher finde ich das so ein spannendes Thema, weil ganz häufig bekomme ich zu hören, naja, so eigentlich vertragen die sich ganz gut, nur ab und an knurren die sich an. Oder es kommen dann zu mir Hundehalter, Hundehalterinnen, die sagen, ja, wir hatten halt eine Rauferei. Und ich finde es so wichtig, dass man schaut, wie man das vermeiden kann, indem man eben die Hunde managt. Mhm. Ja. Die meisten Raufereien, auch Beißereien, entstehen durch Konflikte zwischen den Hunden. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, viele Hundehalter sagen dir dann, der Hund hat geknurrt. Mhm. Würdest du Knurren verbieten? Würde ich niemals, nein. Na? Also ich würde Knurren niemals verbieten. Es ist eher so die andere Richtung, dass man dem Hund sagt, das hast du gerade gut gemacht. Was ich immer mache, der Hund, der angeknurrt wurde, den rufe ich raus. Egal wie. Also alles, was ihr habt, könnt ihr benutzen. Ihr könnt euer Markersignal sagen. Ihr könnt den Hund mit dem Namen ansprechen. Ihr könnt ein richtiges Umorientierungssignal, Rückrufsignal geben. Ihr könnt Stoppsignal geben. Es tut mir leid, jetzt gleich der Schwanz von der Katze. Ich habe nämlich auch noch Katzen. Also wie ihr den Hund rausruft, ist völlig egal. Also der angeknurrte Hund. Wichtig ist, wir möchten den Hund nicht irgendwie ängstigen. Es soll für den Hund nicht stressend sein, weil Konflikte an sich sind ja schon stressend. Und wir möchten das nett machen, nett und freundlich. Und wir haben überhaupt keine, wir brauchen im Endeffekt das überhaupt nicht, dass wir die Hunde dann anschnauzen. Das ist ja meistens das, wenn die Hunde einer knurrt und ich schimpfe, meistens das auch mit ein Grund, warum es eskaliert, weil der Mensch dann noch einen weiteren Konflikt hinzugibt in die Situation. Na, weil ich sage, jetzt kann es sein gleich, dass ein Hund knurrt. So, mir leid, bei mir ist bellt manchmal. Ich habe links neben mir einen Hund, ich habe unter mir einen Hund. Und meine Katze, ich muss es wegnehmen, meine Katze ist jetzt an dem Intelligenzspielzeug und das mag mein Schäferhund gar nicht. Okay, ich überbrücke mal so lange die Zeit. Ja. Die Ressource, jetzt ist... Das war mir immer sehr lustig. Das war die Ressource, die nehme ich jetzt einmal weg. Die bekommt der kleine Hund morgen früh wieder. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. So, jetzt müssen wir uns einmal ein bisschen... ich habe die jetzt weggenommen. Mein Schäferhund knurrt immer noch. Der Kater geht gleich weg. Der geht gleich wieder raus. Aber da halt so ein bisschen gucken, dass man die Hunde gar nicht so sehr in die Situation reinbringt. Genau, ich denke, das hast du ja gerade auch sehr schön gezeigt, ne? Dass du trotz... weggenommen, weil als ich dem Kleinen hier, der auf meinem Schoß ist, gerade das gegeben habe, war der Schäferhund noch nicht da. Genau. Und das ist, also das finde ich ganz wichtig, dass man egal was man macht, ein Auge auf die Hunde hat und dementsprechend hilft. Tatsächlich, bei mir ist es der Kater, der hat jetzt auch gesagt, oh, das ist Trockenfutter, ich mag Trockenfutter. Und der Kater
ist das zwar kein Hund, aber der gehört auch so mit zum Tierhaushalt, sage ich mal, ne? Genau. Da kann man auch darauf achten, da können auch so ein bisschen Ressourcenprobleme entstehen. Und wir wollen ja zu dem Thema kommen, so ein bisschen, was muss ich beachten, wenn ich einen zweiten Hund haben möchte, ne? Genau. Jetzt in Corona, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, ich finde, es haben sich so viele Leute einen Hund angeschafft, so viele Leute einen zweiten Hund. Und ihr müsst halt immer überlegen, was mag euer Hund, was macht er gerne und wo kann es da zu Schwierigkeiten kommen? Also tatsächlich umtreibt mich ja auch immer mal wieder der Gedanke, ob ich nicht gerne noch einen zweiten Hund hätte zu meinem Knicker. Ich habe ja nur den Knicker und habe aber auch noch eine Katze zu Hause. Aber ja, grundsätzlich hört man ja immer wieder, wie schön das ist, wenn Hunde miteinander spielen, wenn die einen eigenen Spielpartner, einen Freund zu Hause haben. Und ich würde das dem Knicker auch gönnen, weil der oft Probleme hat in Hundebegegnungen draußen. Der ist sehr unsicher. Fremde Hunde sind für den meistens gruselig, vor allem wenn sie größer sind. Und da überlege ich natürlich immer mal wieder zwischendurch, vielleicht so eine kleine Freundin für ihn, ne, für zu Hause. Und trotz alledem habe ich viele Punkte, wo ich sage, ich glaube, das würde uns viel zu viele Konflikte bringen und Probleme. Ich kann das gar nicht jetzt hier so im Einzelnen beschreiben. Aber das ist für mich ein Grund zu sagen, ich stelle mein Bedürfnis oder meine einfach, ich weiß gar nicht, warum ich einen zweiten Hund manchmal haben möchte, einfach nur, weil ich Spaß dran hätte, glaube ich. Ich meine, du hast ja auch mehrere, ne? Also es ist, gibt einen Grund dafür. Und aber ich sage dann tatsächlich, ich stelle mein Bedürfnis in dem Moment nach hinten und glaube einfach, dass das für den Knicker es nicht passen würde, wenn ich einen zweiten Hund dazunehmen würde. Und mir ist halt auch bewusst, dass wenn ich einen zweiten Hund dazunehme, meine Zeit, die ich mit meinem Hund verbringe, teilen muss mit diesem anderen Hund. Heißt, du hast ja jetzt drei Hunde und du musst ja deine Zeit quasi teilen. Genau, wobei bei mir muss man sagen, es ist ja mein Job und ich nehme meine Hunde mit. Also das ist halt so, zum Beispiel, ich geh mal runter. Das ist bei mir halt so das Schöne. Dadurch, dass ich Dogwalking mache, kann ich meine Hunde einfach mitnehmen. Aber natürlich, wenn ich mit meinem Hund trainiere, dann teile ich die Zeit auf und dann müssen wir halt schauen. Also ich gucke immer, dass das, also wobei ich dazu sagen muss, ich habe zwei Hunde, die sind relativ alt oder älter und er ist der Jüngste und ich mache tatsächlich mehr mit dem Jungen als mit den Alten. Ja, also ich wollte ja, ich war egoistisch, ich habe gesagt, ich möchte gerne noch einen Hund. Ich bin aktiv und sportlich, gehe gerne wandern. Und meine Hunde schaffen das nicht mehr. Die schaffen so 2-3 Stunden. Ich bin aber gerne auch im richtigen Gebirge, also jetzt nicht nur so bei uns so die Fränkische, sondern ich gehe gerne in die Alpen. Schaffen meine Hunde nicht mehr. Und dann war ich egoistisch, ich würde aber gerne meinen Hund mitnehmen. Also brauche ich sozusagen einen Nachfolger in dem Sinne. Und darum habe ich mir einen dritten Hund angeschafft. Die anderen zwei, es sind alles Rüden, was ich habe. Der Ältere, der Nemo, sagt, glaube ich, der ist total cool, die sind auf einer Wellenlänge. Mein kleiner Prinz, der zu meinen Füßen liegt, der bräuchte keine anderen Hunde, der braucht nur mich. Na, also da sind sie sehr, sehr verschieden. Na? Aber ich denke, du achtest natürlich schon auch sehr drauf, dass jeder irgendwie auf seine Bedürfnisse kommt. Weil würdest du es nicht machen, würde Frust entstehen bei demjenigen Hund, wenn der nie seine Bedürfnisse erfüllt kriegt und es käme wieder zu Konflikten. Genau, aber auch wenn ich jetzt die Bedürfnisse der Hunde befriedige, kommt es ja zu Konflikten. Es fängt ja schon damit an, dass wenn ich sage, okay, Spielzeug steht zur freien Verfügung, können die Hunde in Konflikt geraten oder mit einer Futtersuche. Die Hunde, jetzt mittlerweile kommen sie gut miteinander klar, als sie so in der Kennenlernphase waren, war das teilweise etwas schon schwieriger, ne? Weil sie kannten sich auch noch nicht, sie mussten sich reinfinden. Aber es ist ja alles, was ich mache, die Hunde können ja immer in Konflikt geraten oder wenn sie sich im Haus bewegen. Na, das reicht ja schon aus, der eine Hund guckt den anderen Hund an. Und ich als Mensch sehe das nicht, lasse den einen Hund also regulieren, wo ich als Trainerin sage, okay, bitte jetzt nicht den Hund, der eh schon eingeschränkt wird, nicht noch weiter einschränken, sondern andersrum. Ne? Der Hund, der einschränkt, bitte markern oder loben, was auch immer. Man muss ja nicht immer mit Futter arbeiten, aber es ist halt dann so wichtig, darauf zu achten, wo entstehen denn überhaupt in meiner Hundegruppe Konflikte.
Na? Und dann geht es ja weiter. Ich kann das verstehen, dass du nur einen Hund hast. Ich habe dann auch gesagt, okay, jetzt wenn meine zwei alten oder älteren Rüden irgendwann gestorben sind, der jetzt hier auf dem Bild war, zu meinem Podenco, hole ich mir keinen zweiten Hund. Ob ich das durchhalte, ist die nächste Frage. Aber erstmal so wie er ist, vom Typus, habe ich gesagt, der ist sehr schwierig, so von meinem Empfinden her. Und daher habe ich zu mir gesagt, eigentlich bleibt der Einzelhund. Genau. Jetzt hast du gerade schön die Konflikte nochmal angesprochen. Jetzt dreht sich aber Sprichhund immer ganz oft um Körpersprache. Und ich glaube, dass sich ganz viele Hundehalter gar nicht vorstellen können, was wir die ganze Zeit mit Konflikten meinen. Mhm. Weil ich kenne ganz viele, die merken es wirklich erst, wenn mindestens einer knurrt. Mhm. Ne? Woran machst du Konflikte fest? Also wenn ein Hund den anderen Hund länger als 3 Sekunden anguckt, also wenn ich Blickkontakt habe und der Blickkontakt eben, kann man im Kopf zählen, 21, 22, 23 und wenn diese 3 Sekunden um ist und der eine Hund guckt nicht weg, würde ich sagen, da sind die Hunde im Konflikt. Wenn wir viel Lip-Licking sehen, also wenn die Zunge rauskommt, dann haben wir auch irgendwie so ein bisschen Stress, Konflikte. Das geht alles ineinander über, weil Konflikte sind ja generell stressend. Und für mich ein ganz wichtiges Zeichen ist Einfrieren. Wenn der Hund ganz kurz erstarrt, mein junger Hund hat es so viel gemacht in Hund-Hund-Interaktion, der ist eingefroren. Und ich als Trainerin habe eine ganze Zeit lang, ich habe immer gesagt, ach, die regeln das schon, mein alter Hund ist wirklich souverän, der ist nett. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, die regeln das nicht. Also der kann das nicht, der Junge. Der kommt in dieser Situation nicht klar. Und ich habe die immer wieder weggenommen. Habe ihn gelobt, habe den anderen weggenommen. Der ist eingefroren. Der macht so einen Buckel und dann friert er ein. Ja, und dann habe ich sozusagen gesagt, nee, ich muss jetzt über meinen Schatten springen. Ich muss mich weiterentwickeln. Und ich sage nicht, die kriegen das schon hin, sondern ich helfe ihm. Na, er kriegt es halt nicht hin. Und das sind so, finde ich, wichtige Konfliktzeichen. Draußen, wenn sie zum Beispiel ein Foto anheben, das ist dann auch teilweise in Begegnungen, wenn die Hunde langsamer werden, also sie laufen, jetzt kommt schon wieder meine Katze, ich muss mal kurz meinen Hundefutter aufmachen, wenn sie langsamer werden, ist das auch, ja, man sieht es zum Teil auch so innen, aber viel auch außen in Hundebegegnungen, ein Hund nähert sich oder man nähert sich einem Hund und der eigene Hund läuft auf einmal langsamer und man wundert sich, was macht der da? Oder komplett das Tempo rausnimmt, der Hund schnüffelt am Boden. Solche Sachen. Man fragt sich, was tut der Hund da? Na, immer wenn ihr euch fragt, was tut der Hund da? Das heißt, es passt da nicht hin. Kann es sein, dass der Hund gerade irgendwie im Konflikt ist? Sehr gut, ja. Ja, sehr gute Hinweise, genau. Ja. Und was ich auch immer noch ganz wichtig finde, ist, wenn du neben diesem Blickkontakt, den du schon erwähnt hast, die Ausrichtung der Körperachsen, wenn die sehr frontal wird, genau. Ne, dann also sieht man das schon, ja, dann ist da irgendwas im Busch. Genau, also je frontaler die Hunde sind, umso mehr kann man im Endeffekt mit Aggressionsverhalten rechnen, um es mal so auszudrücken, je paralleler die Hunde sind, umso eher ist es Spiel. Genau. Also, umso eher ist es eine freundliche Interaktion. Genau. Ne? Ja, und das ist halt auch, wenn man zusammen im Haus wohnt. Also ich habe es ganz oft bei Sprichhund in Hundebegegnungen beschrieben und das ist immer ganz oft halt auch ein Thema. Aber diese ganzen körpersprachlichen Signale, die man so kennt oder die halt da auch bei Sprichhund oft beschrieben werden, sind halt die man auch zu Hause sehen kann und die man auch zu Hause beachten muss. Genau, und dann haben wir zum Beispiel so ein bisschen auch die Richtung Stressanzeichen, Niesen beispielsweise, auch in Interaktion. Ich habe gerade den Kleinen von dem anderen ein bisschen weggenommen. Niesen oder im Spiel, wenn wir jetzt von Mehrhundehaltung reden, die Hunde spielen ja doch dann miteinander. Im Spielen, die sind normal laut oder leise und werden lauter. Oder ne, im Spiel, man sieht dann eben so Piloerektion, das ist Aufstellen der Rücken, Nackenhaare. Sowas deutet auf Konflikte hin. Und ich bin der Meinung, lieber einmal zu viel eingreifen, als einmal zu wenig. Mhm. Weil es halt,
Ich finde es sinnvoll, wenn die Hunde einmal Aggressionsverhalten gezeigt haben, sie hatten eine Rauferei. Das heißt ja nicht nur, sie hatten eine Rauferei, das heißt auch, sie haben jetzt Angst voreinander. Und es gibt Hunde, da dauert es ewig, bis man die wieder zusammenführen kann. Also ich habe gerade noch ein Beispiel im Kopf von meiner Katze und meinem Hund. Also es gab eine Zeit lang, da wollte der Knicker einfach nicht, dass die Katze aus der Balkontür rausging. Warum auch immer. Und ich habe dann halt wirklich irgendwann erstmal Management betrieben. Das heißt, ich habe ihn irgendwo abgesetzt, weit weg von Balkontür, ne, hinter der Couch, dass er es auch gar nicht sehen konnte. Und habe dann erst die Tür aufgemacht und habe die Katze raus und reingelassen. Und habe dann halt auch ihn unterstützt. Habe also irgendwann dann geguckt, okay, dann ging es schon, dass er sehen konnte und so. Ne? Aber das war für mich halt auch eine Situation. Ich warte also auch nicht, bis es eskaliert, weil dann ist es für die Katze und für den Hund doof. Also auch der das Aggressionsverhalten zeigt, der hat ja in dem Moment auch irgendwo ein Problem. Und dann, das heißt, ich habe ganz früh mich eingeschaltet und habe dann unterstützt, dass halt auch keine Aggression von der Katze hinter dem Hund gegenüber kommt. Ne? Denn das sind ja auch so Sachen, da tut sich ja dann was untereinander auch, ne? Genau, und da muss man halt aufpassen, wenn man sehr lange wartet und es dann eben erst zum Aggressionsverhalten gekommen ist, dann und man führt die wieder zusammen, dann sind die häufig auch sehr steif, ne? Manche sind sehr angespannt. Und das sieht man dann, da würde ich dann schon sagen, dass da sind wir nicht mehr nur bei den Konflikten, da sind wir schon eine Stufe weit, da sind wir dann wirklich schon beim Aggressionsverhalten. Und ich möchte halt, auch wenn ich meine Hundegruppe bunt zusammengewürfelt habe, dass die sich vertragen. Na, die dürfen auch teilweise ihre Konflikte austragen. Es kommt drauf an. Also wenn es kleinere Sachen sind, natürlich darf der eine Hund sagen, das ist meine Ressource, das ist mein Spielzeug, es ist mein Kauartikel. Man muss halt immer gucken, wie gut kann der Hund das? Also mein junger Hund, der kann das nicht. Der wird dann total hysterisch und knurrt nicht nur, sondern schnappt alles um sich herum ab. Der kann das einfach vom Alter her noch nicht oder vom Hundetypus. Mein Schäferhund kann das gut. Der kann auch mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also ich finde, je mehr man zulässt, umso mehr kann es halt sein, dass die Hunde sich eben, also dass sie nicht harmonisch miteinander leben. Und das sehe ich als meine Aufgabe. Und auch ein sehr guter Hinweis, finde ich, mit dem jungen Hund. Ich erlebe ganz oft, dass Hundehalter auch schon von sehr jungen Hunden erwarten, dass diese Hunde sich super gut zurücknehmen können. Und es ist ja nun mal so, dass das rein körperlich noch gar nicht möglich ist. Das Gehirn ist ja noch gar nicht so ausgereift, dass sich ein junger Hund so gut beherrschen kann wie ein alter Hund zum Beispiel. Ja, und die haben auch viel weniger Erfahrung. Genau. Mein Schäferhund, der macht jetzt seit 2009 diese Hundebetreuung mit. Also wenn man einfach überlegt, was für eine Fülle an Hunden er kennengelernt hat, damit kann mein Youngster überhaupt nicht dienen. Und der ist auch vom Typus her wieder ganz anders, viel unsicherer. Und den lasse ich nichts allein regeln. Ich helfe ihm immer, egal um was für Konflikte es geht. Und jetzt für mich in der Mehrhundehaltung, der erste Punkt ist, um Konflikte zu vermeiden, auch wenn man jetzt einen zweiten Hund dazu holt, dass man Management betreibt. Na? Dass man Management betreibt. Und ich finde halt auch wichtig, dass man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie man die Hunde überhaupt unterstützen kann. Also für uns beide ist es selbstverständlich, dass wir mit dem Markersignal arbeiten, dass wir das Verhalten verstärken, was wir sehen wollen und das, was wir nicht sehen wollen, möglichst verhindern durch Management halt. Aber ich glaube, das ist gar nicht jedem, der hier zuguckt, bewusst, dass das so geht. Also ich meine, wir kennen genug, die darauf warten, dass der Hund halt was falsch macht und dann erst eingreifen. Und da würde ich tatsächlich jedem empfehlen, gerade in der Mehrhundehaltung, den Fokus auf das richtige Verhalten zu legen und das zu unterstützen und sich da schlau zu machen. Genau, und von Anfang an. Also nicht erst sagen, jetzt lasse ich dem Hund eine Woche Zeit, der soll sich einleben mit dem Markersignal, tatsächlich von Anfang an. Und ich habe anfangs tatsächlich einen Leckerli-Beutel umgehabt, das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe aber hier, ich glaube, fünf Sorten, auf meinem Tisch stehen fünf Sorten von Leckerlis rum und hinter mir stehen auch noch Leckerli. Das ist Trockenfutter, das ist auch wegen für die Hundebetreuung. Aber ich hatte Leckerli dabei, damit ich die Hunde halt auch innen erstmal managen konnte. Das brauche ich jetzt hier nicht mehr unbedingt. Ich brauche nur ein bisschen Futter. Wenn die Katze dann hier rumschraucht, das mögen sie auch nicht so, ne?
Und dann auch wirklich gucken, okay, mein Ersthund, gibt es denn in seinem Leben schon Konflikte? Also bin ich als Menschenkonflikt, also oder löse ich einen Konflikt aus, und mal, ich bin ja in dem Sinne kein Konflikt, aber löse ich bei dem Hund in irgendeiner Art und Weise Konflikte aus? Da geht es eher darum, mein Hund möchte gern jagen, ich mache das nicht, der Hund bleibt an der Leine. In dem Moment, wo mein Hund an der Leine ist, habe ich mein Hund hat ein anderes Interesse an als ich. Möchte ich mir da einen zweiten Hund dazu holen? Hundebegegnung, du hast gesagt, dein eigener Hund hat Probleme mit Hundebegegnung. Ich erlebe es ganz häufig, er alleine bei Hundebegegnung, super, er weicht aus, geht große Bögen, bietet Pendeln an. Er mit einem anderen Hund, egal jetzt, ob das Hundefreund ist oder einer von meinen, zeigt Aggressionsverhalten. Also man muss sich das gut überlegen, ne? Sie werden ja auch in der Gruppe mutiger, ob man sich, wenn der eigene Hund schon Probleme hat in irgendwelchen Situationen und da Konflikte zeigt, ob man sich dazu dann noch einen zweiten holen möchte. Ja, er versucht gerade an das Hundefutter zu kommen. Ja, ob man dann noch einen zweiten haben möchte, der eben auch dieses Potenzial einfach nochmal verdoppelt. Jagen, alleine bleiben. Woher weiß man, ob der zweite Hund alleine bleibt? Ja, also egal, was man sich anschafft, Tierschutz, Hund oder Welpe, wir wissen nie, wie sich der Hund entwickelt. Das ist ganz wichtig. Ja, wirklich ganz wichtiger Punkt. Also alleine sein, finde ich, kriegt man ganz oft den Rat, wenn der Hund nicht alleine bleiben kann, dass man sich einen zweiten dazu nimmt. Ne? Weiter auch nicht alleine. Das ist tatsächlich, das ist wirklich richtig Blödsinn, weil ich erlebe es sogar bei meinem Hund, der hat sogar ein Trennungsstressproblem, wenn mein Mann da ist und ich gehe. Ne? Das heißt, ein zweiter Hund würde den Mann null interessieren. Also da hätte der überhaupt nichts von. Und das kenne ich halt wirklich von ganz vielen Hunden. Und du hast halt tatsächlich das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Zweite auch ein Trennungsstressproblem kriegt, die ist ja total groß. Ne? Der kommt in einen neuen Haushalt und erlebt dann auf einmal den ersten Hund, der sagt, oh mein Gott, ist das alles fürchterlich, ne? Ich bin allein, ich bin gestresst. Ja, das überträgt sich natürlich auch. Also das sind tatsächlich so Sachen, ja, Genau, hast du. dann hat man unter den Hunden Konflikte, dann hat man selbst mit den Hunden Konflikte. Also man muss sich das alles gut überlegen, ne? Auch so jagen. Also wenn der eine Hund jagen geht, die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite jagen geht, ist extrem hoch. Ne? Und dann hat man zwei Hunde schreiend in der Leine hängen. Und dann sagt man, naja, das liegt ja nicht an mir, das liegt an den Hunden, dann schafft man sich einen dritten Hund an und hat man drei Hunde schreiend in der Leine hängen. Ja, auch sollte man immer gucken, dass wenn man sich jetzt einen zweiten Hund anschafft, der erste erwachsen ist. Mindestens zwei, wenn nicht älter, zwei Junghunde. Also es gibt wirklich Hundehalter, die machen das, die haben auch, ich habe auch schon Wurfgeschwister erlebt, ich habe schon alles erlebt. Ich kann es nicht empfehlen. Na, also sich Junghunde, Welpen zusammen anzuschaffen und die dann zu erziehen, egal ob Wurfgeschwister oder eben kurz hintereinander. Auch wenn der Hund mit 8 Monaten so toll ist, mit 10 Monaten kann das schon ganz anders aussehen. Ja, also das ja, da rate ich tatsächlich auch von ab. Das stimmt. Aber ja, erlebt man wirklich auch immer mal wieder, ne? Geschwisterpaare oder so. Geschwisterpaare oder man kann sich beim Züchter nicht entscheiden oder der Züchter will halt beide Hunde loswerden und dann hat man halt ein Geschwisterpärchen. Ja, doppelte Arbeit, aber ich glaube nicht doppelte Freude. Nee, und da sind halt dann auch viele Konfliktpotenziale. Ich meine, wir haben ja mit einem Hund schon. Natürlich mit einem Hund, also wer seinen Hund auch gerne innen beschäftigt. Na, also ihm Leckerli-Bälle gibt, Leckerli-Rollen, Licky-Mat. Mit einem Hund ist es kein Problem. Hat man zwei, hat man drei, hat man vier Hunde, dann wird es schon problematisch. Na, weil man muss, entweder trennt man die Hunde, also man braucht die Räumlichkeiten, oder die Hunde zeigen wirklich keine Ressourcenverteidigung. Ich meine, manchmal gibt es das, das muss man schon durchaus sagen. Aber viele Hundegruppen sind da nicht mehr harmonisch oder Kauartikel. Wenn der Hund es gewöhnt ist, jeden Abend seinen Kauartikel zu bekommen, das möchte der weiterhin, auch wenn der zweite da ist. Und wenn der zweite den hat, dann verteidigt, schwupp, hat man Konflikte in der Hundegruppe. Ja,
Genau, und die Konflikte bewirken tatsächlich immer, dass der Mensch irgendwo mit drin hängt. A, natürlich gefühlsmäßig. Also ich, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hole mir einen zweiten Hund und der ist irgendwie doof zu meinem Knicker, das würde mich tatsächlich emotional auch in mordsmäßige Konflikte bringen. Total schwierig, oder? Ne, also da käme ich tatsächlich, glaube ich, nicht mit klar. Und ja, du hängst also als Mensch immer mit drin. Du hast dann auch Stress natürlich, wenn es nicht so funktioniert. Und deswegen finde ich, muss man da wirklich, wirklich gucken. Und Hut ab vor dir mit deinem dritten Hund. Ich habe auch wirklich so, ich sage mal, ich nenne ihn immer meinen Verrückten. Also ich habe halt auch wirklich einen kleinen Verrückten erwischt, wobei er sich tatsächlich mittlerweile echt gut eingelebt hat. Und mit meinen Hunden und auch mit der Hundebetreuung mittlerweile tatsächlich richtig gut klarkommt. Wenn man so ein bisschen eben Management betreibt, dann kommt er tatsächlich super gut damit klar. Das einzige große Thema, was ich mit ihm habe, was er gerade übrigens auch macht, er guckt aus dem Fenster. Da, wo er hinguckt, ist ein Fenster und er beobachtet Vögel. Okay. Na, er steht auf mir und guckt aus dem Fenster und glotzt aus dem Fenster. Also Jagdverhalten, das ist so unsere große Baustelle. Und neben Jagdverhalten tatsächlich die Angst vor fremden Hunden. Er hat tierisch Angst vor fremden Hunden. Mittlerweile haben wir es doch, also ich trainiere mit ihm viel. Ich nehme mir meistens auch nur ihn. Wenn ich wieder ein bisschen mehr habe, glaube ich, nehme ich mir tatsächlich auch meinen, also ich habe ja, also meinen ganz alten Rüden, der braucht es nicht mehr. Der hatte auch keine Böcke auf Training. Der möchte eigentlich nur in der Sonne liegen und schlafen. Aber der andere, der schon. Und dann nehme ich mir, glaube ich, noch den auch, wenn ich ein bisschen mehr Luft habe und trainiere mit denen auch einzeln. Ich gehe mit denen auch einzeln spazieren und dann halt so, wenn ich sage, okay, ich habe eben Baustelle Hunde und Jagen, dann nehme ich mir die so, dass ich eben an diesen Baustellen tatsächlich mit denen trainiere auch. Genau. Und das muss man sich halt auch, wenn man sagt, okay, ich habe 2 oder 3, 4. Für mich gehört es dazu. Das ist halt extrem viel. Und als Mensch, man muss sich da halt zusammenreißen und die Arschbacken zusammenkneifen. Und dann sich Timeslots setzen, 2-mal, 3-mal, 4-mal in der Woche, wo man neben normalen Gassi noch einen Hund schnappt und mit dem Gassi geht, alleine und trainiert. Na, also mehr Hundehaltung, ich sage immer für mich Management und Training, 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 einfach viel mehr nochmal als mit einem Hund. Na, weil ein Hund, wenn ich einen Hund habe und ich mag den nicht unbedingt laufen lassen, ist überhaupt kein Thema. Dann bleibt der halt an der Leine. Ja, wenn du 3, 4 Hunde hast, alle Hunde an der Leine zu lassen, ist mal so ein bisschen ätzend. Ne? Mit 4 Schleppleinen, 4 kurzen Leinen, muss man sich gut überlegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht nur Konflikte zwischen den Hunden, sondern eben auch so vom Menschen ausgehend. Und das muss man sich wirklich gut überlegen. Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, dass man sich das als Mensch oft viel einfacher vorstellt, sich gar nicht so diese Gedanken macht und halt denkt, ja, dann gehe ich halt, ob ich jetzt mit einem gehe oder mit zwei, ne? Ob ich jetzt einen fütter oder zwei, ist ja nicht das Thema. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, weil es halt auch wirklich Hunde gibt, die einfach nicht zusammenpassen. Ich glaube auch, dass du damit Training machen kannst, was du willst. Wenn du welche hast, die sich absolut nicht leiden können, dann ist das ein fettes Problem. Also es muss nicht immer mit Training klappen. Ne, du kannst zwar viel erreichen, aber halt nicht alles. Und von daher, ja, nochmal, das muss sich wirklich... Dann, also entweder ich gebe halt einen Hund wieder ab oder ich gestalte mein Leben so, dass diese Hunde irgendwie miteinander klarkommen. Da muss man sich dann irgendwo entscheiden. Natürlich, wenn man hat... Also bei mir dreht sich eigentlich alles um Hunde. Mein Job ist Hunde, ich habe meine eigenen Hunde... Und das ist etwas einfacher, als wenn ich natürlich einen Bürojob habe und ich arbeite 8 Stunden und dann gehe ich noch mit meinen Hunden raus und dann bespaße ich meine Hunde. Na? So, jetzt ist mein Chefhund gerade weg, dann kann ich meinem Jungen nochmal sein Leckerli-Bällchen geben. Und das ist nochmal krasser, ne? Weil ich dann auch am Wochenende, ich nehme den einen und die Hunde, um den einen zu nehmen, entweder brauche ich eben einen Partner, Partnerin, um die Hunde überhaupt zu trennen, oder die Hunde müssen alleine bleiben. Das ist auch nochmal ein Punkt. Nur weil sie zu zweit alleine bleiben können, heißt es nicht, dass sie alleine bleiben können.
Also für mich hängt da sehr, es ist sehr, sehr komplex, dieses Thema. Und man sollte sich wirklich viele Gedanken machen, bin ich bereit für einen zweiten Hund? Auch kostentechnisch, das muss man auch einfach mal sagen, das hat jetzt nichts mit, na gut, es hat mit geldlichen Konflikten zu tun, mit finanziellen Konflikten. Bin ich bereit für einen zweiten Hund? Ist mein Hund bereit für einen zweiten Hund? Ne, nur weil ein Hund eben draußen auch Hunde mag, heißt es nicht, dass er in seinem Haus, in seiner Wohnung, wo auch immer, da eben dann die ganze Zeit einen Hund haben möchte. Ne, ja. Also sie müssen ja Zeit, sie müssen die Bezugsperson, die Superressource teilen. Genau, ja, absolut. Ich glaube, wir sind auch schon super rund, oder? Wir haben alles gesagt, wir waren mal richtig kurz und knackig auf dem Punkt. Ja. Das, also, Also für mich ist einfach wichtig, macht euch Gedanken, schaut euch die Hunde an, schaut euch die Körpersprache der Hunde an, bringt die Hunde nicht in Situationen, sondern betreibt Management, also auch mit den Leckerli-Bällen. Ich habe die am Anfang getrennt. Mittlerweile können die das ganz gut und sie mögen nicht. Ich habe praktisch, der eine Hund mag das Futter, der andere Hund mag das Futter. Und wenn ich dann verschiedene Sachen in diese Leckerli-Bälle fülle, dann kommen die wirklich gut miteinander klar. Aber das braucht Zeit. Ne? So wie ihr diesen Hund, diesen neuen Hund kennenlernen müsst, müssen auch eure Hunde oder euer Hund diesen neuen Hund kennenlernen. Und gebt allen Zeit. Management, positives Training und viel gucken, Körpersprache gucken. Körpersprache ist so das A und O. Wenn ich nicht sehe, dass mein Hund ein Konflikt ist, aus meiner Warte ist ja dann da nichts. Und wenn ich das nicht sehe, kann ich es nicht trainieren. Genau, ganz wichtiger Hinweis. Und da wir so schön rund sind, würde ich an der Stelle Danke sagen. Sehr gerne. Und ja, mich quasi von dir verabschieden. Ganz lieben Dank. War super, dass ich dabei sein durfte. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Wenn du mehr zu Anne Rosengrün wissen möchtest, dann schau unter hundeservice-nürnberg.de. Ich sage Danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, deine Christiane Jacobs.